Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, zu Baldur's Gate 2 Shadows of Arm. Ja, wir stecken eben bei doch im schönen Gedankenschinder-Dungeon fest. Yay. Juhu. Ja. Den vorderen Bereich haben wir soweit geklärt. Wir haben dann die Tür in den hinteren Bereich aufgemacht, wo wir das Großhirn töten müssen. Und ich mich immer noch wundere, warum es hier keine Tür gibt. Naja, egal. Das Hauptproblem gerade, unsere Gruppe ist müde. Also versuchen wir zu schlafen. Und das hat sogar geklappt. Keine große Herausforderung. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob in dem Raum noch Illifiden drin sind. Fragt nur. Nun gut. Nein, zum Glück nicht. Ich war schon erledigt. Was immer ihr wünscht. Da sind welche drin. Ja. Es sind aber normale Gedankenschinder. Okay. Ja, aber gerne. Ah, da geht's in die Arena. Hier ist auf jeden Fall noch ein Raum, von dem ich nicht weiß, wie ich reinkomme. Also ja, wie gesagt, als ich das letzte Mal Baldur's Gate 1 selber gespielt, 2 selber gespielt habe, habe ich diesen Schinder-Dungeon ausgelassen. Beziehungsweise habe irgendwann einen ziemlich älteren Speicherstand neu geladen. Zum Glück war ich von Baldur's Gate 1 klug genug herzulernen, dass man mehrere Spielstände anlegen sollte. Nicht so schön. Oh, Rettungswurf. Okay. Ich warte, wenn ihr es wollt. Das heißt, wir machen da oben mal auf. Okay, okay. Verstanden. Und lassen Imoen. Ja. Natürlich. Ihr Ding machen. Los, spuck es aus. In Kurtus. Schön. Ha! Ein stinkendes Loch des Bösen. Bedeck deine Nase, denn Gott, wir werden keine Spaltung erforscht lassen. Okay, wenn wir Glück haben, ich habe nur einen Gedankenschinder da unten aufploppen sehen. Es sind 2, 3, okay. Meine Klinge wird euch schon zurechtstutzen. Gut, so viel dazu. Keine große Herausforderung. Ja, wir machen das einfach ein bisschen anders jetzt. Wir lassen Thalisa reinrennen, sie ballern auf uns, wir rennen wieder raus, wir werden vielleicht gelähmt. Ja, schneller als Chick-Ticker, schnell Pratze. Wobei wir vielleicht Glück haben und mit, wo sind sie denn? Oh, bei meinem Volk erzählen wir uns solche Geschichten. Unter der Erde rumzukriechen, ist nichts für die Avariel. Du müsstest das doch eigentlich haben, oder? Oder habe ich dir das weggenommen? Oder war das bei...
Oh, hier habe ich vergessen, Zauber einzutragen. Dann nehmen nochmal göttliche Macht. Nehmen nochmal böses Niederstrecken. Da lieber eine Heilung. Da ist chaotische Befehle. Ach stimmt, chaotische Befehle ist blau, nicht rot. Ich stimme dem bisher eingeschlagenen Weg von ganzem Herzen zu. Das Gute wurde aufrechterhalten. Und eigentlich sollte ich das dann ja Hira machen lassen, weil die hat ein Gedankenschild. Die Dienerin der Natur ist bereit. Hätte Keldon auch. Wie sieht sein... minus 2 gegen Zauber. Minus 5 gegen Zauber. Nee, ich mach's bei Keldon dann. Weil der kann auch viel schneller rennen. Und wenn sie an ihre Psi-Angriffe verballert haben, dann kann ich sie über den Haufen rennen. Ich bin bereit, jawohl. Weil ohne ihre Psi-Kräfte im Nahkampf gegen nicht gelähmte Gegner sind sie nicht stark. Ja, was immer ihr wünscht. Nächstes Mal. Und dann machen sie solche Scheiße. Habt ihr ein So sei es denn. Ja, oder ich lasse Keldon einfach auf sie einprügeln. Bis sie tot sind. Wie viel Int hat Keldon noch? Okay, das sollte ich dann lieber lassen. Und dann lieber gucken, dass ich die entzauber, was nicht klappen wird. Fragt nur, wenn ihr es wollt. Auch bei einem hat es geklappt. Ach, das ist wieder ein Ulifarid. Ich warte auf euren Befehl. Ja, Hira, es ist eine bessere Idee, wenn du deine Waffe nimmst. Ihr zeigt mir, wohin ja. Mein Freund. Schlage zu. Und nicht die leere Schleuder. Oh, nebenbei, wir können jetzt das identifizieren. Das ist der Griff des Ausgleichers. Ja, dieses ist ein Teil des Ausgleichers. Und die Harfe. Mephils Harfe kann nur vom Baden verwendet werden. Ja, und ich kann es gerade nicht in den Sack stecken. Weil wir hier voll sind, bis zum geht nicht mehr mit Ausrüstung. Na gut, dann behältst du das erstmal. Minz, du kriegst mal die Schwerterkette und du kriegst den Trank. Schwer, wo immer Minsk auch hingeht, macht das Böse einen Schritt zur Seite. Natürlich. So, war hier was in dem Raum? Ja. Dies ist eine Elifid-Geburtskapsel. Neben der Kapsel befindet sich eine leere Flasche. Wenn ihr wollt, könnt ihr ein wenig vom Inhalt der Kapsel in die Flasche füllen. Ich kann nichts mehr tragen. Ihr hebt das doch für mich auf, oder? Ein Salzwassertrank. Ein Trank, den ihr aus dem Becken geschöpft habt, in dem junge Elifiden heranwachsen. In dieser salzigen Flüssigkeit leben die Kreaturen, während sie noch Kaulquappen gleichen. Wenn man den Trank zu sich nimmt, wird man vorübergehend gegen Psi-Kräfte immun. Das ist wichtig, wenn wir gegen das Hirn kämpfen.
Das ist jetzt ein bisschen ungeschickt eigentlich. So, da hat Binsk sein. Imuen kriegen wir auch einen freien Platz hin. Dieb, ich biete meine Dienste und mein Leben, wenn nötig. Okay, okay. Verstanden. Das hier ist wesentlich in Bayerwans Namen. Es soll geschehen. So, jetzt ist sie überladen, weil das Ding zu viel wiegt. Dann nimm Kedo mal so lange das. Ja, okay. Das sollte alles weit gut sein. Los, spuck schön. So, wie bin ich nochmal weitergekommen? Weil hier sehe ich einen Raum. Da ist eine Tür in den Raum. Okay. Fragt nur, wenn es das ist, was ihr wollt. Ja, Hira ist auch gehindert verlangsamt, merke ich gerade. Ja, auf das Gute. Das ist das Problem, wenn Leute zu wenig Stärke haben. Euer Wunsch ist mein Begehr. Okay, wir haben Tränke, die uns schützen. Hier ist es einfach zu unheimlich. Ich möchte hier weg. Ich war keine große Herausforderung. So, hier hatten wir die Arena. Und von dem Raum aus scheint es noch einen Weg zu geben. Ja, schon erledigt. Ja. Gut, jetzt machen wir hier wieder dasselbe Spielchen. Nun gut. Locken erstmal einen Erdkoloss an. Frag, was möchtest du? Erzählt mir mehr davon. So, das war ein Erdkoloss. Ich bin bereit. So, der Elifet. Aber gerne. Sollte uns nicht auf die Nerven gehen. Bei reinrennen können wir vergessen. Wir werden alle irgendwie Gedanken gelähmt oder aufeinander gehetzt, was gerade so alles passieren könnte. Wenn wir sie einzeln rauslocken nach der Methode, werden es weniger. Es wird einfacher. Und vor allem kriegen sie ihren Cooldown auf ihre Fähigkeiten. Weil zweimal hintereinander können sie es machen, ehe sie im Nahkampf gehen müssen. Ich war keine große Herausforderung. Und dann haben sie einen Cooldown, bevor sie es wieder machen können. So. Ja. Die Natur. Wer da? Freut euch zu sich. Fragt nur, was immer ihr wünscht.